Ich habe eine Klasse übernommen, die vierte Klasse in einer Grundschule. Am ersten Elternabend stellte ich mich vor und bat dann die Eltern um ihr Vertrauen. Nach diesem Elternabend rief mich eine Mutter an und warnte mich: Passen Sie auf, da läuft was gegen Sie. Ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Ja, wieso? Ja, die Freundin von einer Mutter hätte sie angerufen und gesagt, irgendwas stimmt doch da nicht. Ist die nicht viel zu alt für unsere Kinder? Da können wir doch unsere Kinder gar nicht anvertrauen. Da habe ich gedacht, naja, muss ich gute Elternarbeit machen. Der Sohn dieser einen Mutter fehlte lange Zeit. Ich habe immer angerufen, ja, ist krank, kommt nicht. Am ersten Tag, als er in die Schule kam, saß er da und blieb in der Pause drin. Ich sagte, es geht nicht, du musst auf den Hof gehen, aber er ging nicht. Nach der Pause, als die Schüler vom Hof kamen, saß er da, guckte mich so schräg an und statt seine Arbeitshefte rauszuholen, der war sehr, sehr dick, ja, das gehört einfach dazu, holte er aus seiner Tasche 6 Brotdosen, die waren voll gefüllt mit Nutella-Broten. Und die baute er so auf seinem Platz auf. Und eine 2 Liter Flasche Cola. Der war so dick. Dann sagt die, Phil, wir fangen an zu arbeiten. Pack deine Sachen weg. Macht er nicht, guckte mich so frech an. Phil, wir fangen an zu arbeiten. Hol deine Sachen raus und pack deine Essenssachen weg. Dann guckte mich wieder provozierend an. Und dann sagte ich ganz fordernd, zum letzten Mal, wir fangen jetzt an, pack deine Sachen weg, sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Und diesen Blick werde ich nicht vergessen, guckte mich von oben bis unten an und sagte, wir kriegen Schwierigkeiten? Pff, die haben wir doch schon. Der Junge war 11. Mobbing gegenüber Lehrerinnen und Lehrern ist da, es wird wenig thematisiert. Die Statistiken sagen, dass jeder 6. Lehrer schon mal gemobbt wurde von Schülern. Aber die Bereitschaft, sich dazu zu stellen und sagen, ja, ich werde wirklich gemobbt und ich habe ein Problem und ich brauche Unterstützung, ich komme nicht weiter, erlebe ich eher selten. Ja, ich erlebe es schon in der Fortbildung, dass der eine mal berichtet, ja, mir ist das passiert. Aber offensichtlich besteht eine hohe Angst an Gesichtsverlust. Gesichtsverlust, ich bin kein guter Lehrer, ich bin nicht professionell und ich komme mit meinen Sachen nicht zurecht, ich habe die Schüler nicht im Griff. Das ist oftmals wahrscheinlich ein Grund, der dazu führt, dass eben Lehrer es eben nicht sagen, dass sie überhaupt werden von Schülern. Warum werden Lehrer und Lehrerinnen gemobbt? Warum werden Lehrer gemobbt? Weil es geht. Weil sie sich mobben lassen. Also es ist ja so, wenn man sich den Mobbingprozess mal anschaut, als Täter suche ich mir ein Opfer.